Wie steht es denn um den Titelhelden schlechthin, Hamlet? Der Dänenprinz des diesjährigen Theatertreffens kommt aus Hannover. Aber sogar seinen berühmtesten Satz darf er nicht mehr selbst sagen. Was ist los mit Hamlet? Benedikt Gondolf schaut nach, ob da was faul ist. To be or not to be? That is the question. Sein oder nicht sein? Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. To be or not to be? Sein oder nicht sein? Ja, das ist die Frage, ob's edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden, oder sich gegen eine See von Plagen durch Widerstand. Sich waffnen, gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Hamlet, der berühmteste Selbstmordkandidat der Literatur, angekommen im Jahr 2002. Also es ist ein Stück, was sich wunderbar mit Zeit aufladen lässt und mit Zeitbezug aufladen lässt. Also es gibt ja, glaube ich, von Jan Kott dieses Bild, das Stück als Schwamm, was irgendwie die jeweilige Zeit, in der es dann gespielt und inszeniert wird, in sich aufsaugt. Das kann ich jetzt nach meiner Erfahrung mit dem Stück sehr bestätigen. Die Zeit ist aus den Fugen! Fluch! Als komischen Propheten, der Katastrophen wie Kühlschränke anbietet, sah ihn Frank Castorf 1988. Im Strand in Dänemark! Etwas ist faul im Strand Dänemark! Etwas ist faul im Strand Dänemark! Als verkappten Terroristen zeigt ihn Martin Kujay 2000 in einer Inszenierung für die Salzburger Festspiele. Die feine Gesellschaft bestaunt das Monster, zähmt es durch Beifall. Als hilfloses Würstchen zeigt ihn nun Nicolas Stehmann. Ein desorientierter Aussteiger, in der Medienwelt verloren, mit den geleckten Politikern um sich herum, kann er nicht mithalten. Die Handlung des Stückes besteht eigentlich darin, dass Hamlet versucht, Held zu sein und versucht, sich zum Held zu spielen und dann aber immer wieder mit dem Bewusstsein eigentlich konfrontiert ist, dass er kein Held ist und dass es auch irgendwie auch nicht die Zeit für Helden ist. Und dass Heldsein vielleicht auch was ganz Bescheuertes ist. Hier die Antwort. Gegen die Rhetorik der Macht wehrt sich Hamlet mit Verweigerung. Das nutzt sein Stiefvater, der gewiefte Polit-Talker König Claudius schamlos aus und klaut Hamlet seinen berühmtesten Satz, sein theatralisches Markenzeichen. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Wer sein oder nicht sein sagt, der gewinnt, beim Publikum ja auch. Und das weiß Claudius und deswegen tritt er auf und sagt natürlich als erstes erstmal diesen Satz. Das wissen auch andere Darstellungskünstler und machen aus Hamlets existenziellen Zweifeln eine kämpferische Pose. To be or not to be? Wir werden sehen. Hamlets Naturtöne können da wenig ausrichten. Gegen König Claudius, der Hamlets Vater umgebracht, seine Mutter geheiratet hat, sieht er einfach alt aus. Die Eltern beherrschen nicht nur das Politische, sondern auch das Tanzparkett. Sie sind Lebenskünstler auf der ganzen Linie. Was lebt, muss sterben. Was jetzt im Moment die spezifische Situation ist, ist, dass die Alten ihr ehemaliges Jungsein sehr präsent vor sich hertragen und das sehr als Legitimation für das benutzen, was sie heutzutage tun. Das heißt, wir sind mit einer Regierung konfrontiert, die aus ehemaligen Straßenkämpfern und Oppositionellen besteht und jetzt aber eine Politik und einen Status quo stützt, der im Grunde schlimmer ist als der Vorgängerregierung. Sind sie zart beseitet, unsere Politiker, sensibel und melancholisch. Da kann man nur staunen. Auch wenn er ein Mörder ist, Papa spielt so schön den Blues, das verdient einfach Bewunderung. Wie kann man diese grenzenlos liberale Konsum- und Konsensgesellschaft überhaupt noch in Frage stellen?
Hamlet flüchtet sich in den Urzustand, versucht sich als reiner Tor. Er startet einen Amoklauf der Ehrlichkeit. Auf der Suche nach der nackten Wahrheit oder noch mal ganz von vorn zu beginnen, sich ganz neu zu definieren und den Kampf ganz rein zu beginnen, so, um sich von all diesem bürgerlichen Netzwerk, das ihn da umgibt, auch zu befreien und dann noch mal ganz einen radikalen Kampf beginnen zu können. So. Und gelingt ihm das? Na, der wird wieder entwaffnet, weil sie sich dann auch ausziehen, die Eltern. Also es ist irgendwie, er wird ständig mit seinen eigenen Mitteln überrascht und ständig mit seinen eigenen Mitteln wieder entwaffnet. So. Ich hab keine Lust mehr! Es ist wie im Spiel von Hase und Igel. Die Eltern sind immer schon da. Sie haben schon alles durchprobiert. Nacktheit als Protest, ein alter Hut. Stehmann überprüft die Zeichen der Zeit und ihre Wirksamkeit auf der Bühne. Vom Wahrheitsfanal bis zur modischen Pose ist es nur ein kleiner Schritt. Festgehalten im 68er Familienalbum. Aus den Provokationen von gestern ist längst alltägliche Banalität geworden. Nackt sind wir heute alle im Fitnessstudio.